Heute sprechen wir über etwas wirklich Aufregendes, nämlich wie du schneller schwanger werden kannst. Ich teile heute meine Top 12 Tricks, die deine Chancen erhöhen könnten. Lass uns einfach gemeinsam rausfinden, wie du deinem Baby ein Stückchen näher kommst. Tipp Nummer 1. Benutze keine Zyklus-Apps. Um schwanger zu werden, musst du wissen, wann dein Eisprung ist. Nur um diese Zeit herum, um deinen Eisprung, kannst du schwanger werden. Die größten Chancen hast du kurz vorher bis einen Tag nach Eisprung. Und keine App der Welt wird dir wirklich sagen können, wann dein Eisprung stattfindet. Ich weiß, wir suchen oft nach einer einfachen Lösung und das in Form von technischer Hilfe. Aber der eigentliche Experte für deinen Körper bist du. Und ich empfehle dir, dich über die natürliche Familienplanung zu informieren, kurz NFP. Das ist eine günstigere, sichere und effektivere Option, um herauszufinden, wann du am fruchtbarsten bist. Tipp Nummer 2. Lass dich nicht davon verwirren, wenn du dir selber sagst, deine Ernährung ist doch schon gesund, da kann man nichts mehr verändern. Finde lieber heraus, ob deine Ernährung aktuell wirklich zu dir passt. Mach bitte nicht den Fehler, einfach davon auszugehen, dass du dich ja schon gesund genug ernährst, weil du zum Beispiel vegan bist oder einem anderen Ernährungskonzept folgst. Dein Körper, deine Hormone und dein Baby entstehen aus Nährstoffen. Hier wächst ein ganz neues Nervensystem und wir wollen deinem Körper signalisieren, dass er definitiv genug Ressourcen hat, um dich und dein Baby optimal zu ernähren. Hier geht es nicht nur darum, genug Nährstoffe für deine Fruchtbarkeit zu haben oder erst zu handeln, wenn du ein Problem hast, also überhaupt schwanger zu werden, sondern auch darum, während deiner Schwangerschaft gut versorgt zu sein, dass du dich einfach gut fühlst, energetisch fühlst. Du brauchst diese Energie, glaub es mir. Hier geht es übrigens auch darum, auf jeden Fall genug und ausgewogen zu essen. Wir essen jeden Tag, aber trotzdem kommen mir immer wieder Fragen auf. Um hier genau zu wissen, was dein Körper individuell benötigt, macht es Sinn, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zum Beispiel eine Haarmineralanalyse zu machen, um zusätzlich einfach noch rauszufinden, welche konkreten einzelnen Nährstoffe du mit deiner aktuellen individuellen Hormonsituation besonders brauchst. Und wenn du jetzt nicht genau weißt, was eine Haarmineralanalyse ist, dabei schneidest du dir einen kleinen Teil deiner Haare ab, schickst die ins Labor und dort wird dann ausgewertet, ob du genug Nährstoffe hast oder auch, ob toxische Schwermetalle ein Problem sein können. Das Labor wertet das Ganze für dich aus und du bekommst in circa 2 Wochen ein Ergebnis per E-Mail zugeschickt und kannst dann sehen, was du verändern kannst in deiner Ernährung oder auch in Richtung Supplements. Wenn du dann wissen möchtest, was genau heißt denn jetzt dieses Ergebnis für meinen Kinderwunsch, dann kommst du einfach ins Wissen macht fruchtbar Programm, denn da werten wir die gemeinsam aus für dich und für deinen Kinderwunsch. Mehr zum Wissen macht fruchtbar Programm später in diesem Video. Jetzt geht's erstmal weiter. Tipp Nummer 3, Folsäure einnehmen. Okay. Ist jetzt kein neuer Tipp, aber wusstest du, dass nicht jede Folsäure gut für dich ist? Du brauchst Folsäure vor allem, um das Risiko für Entwicklungsdefekte beim Baby zu reduzieren. Bitte nimm nicht irgendeine Folsäure, auch nicht, wenn sie scheinbar jeder nimmt oder sie überall empfohlen wird, sondern achte vor allem darauf, dass es sich um ein sogenanntes Folat handelt. Die erkennst du vor allem am Namen. Da steht zum Beispiel drauf, Quadrifolik, 5-MTHF oder auch einfach Folat. Diese sogenannte bioaktive Folsäure, das Folat, kann dein Körper besser verarbeiten und somit entsprechend auch besser nutzen für das, was es eigentlich auch tun soll. Ich habe mich ja selber super viel mit Supplements beschäftigt, welche gut sind und welche dich am besten unterstützen. Ich nehme diese Folsäure, da steht es auch drauf, als 5-MTHF mit aktivem B12. Den Link zu dieser Folsäure findest du unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Links zu allen anderen Supplements, die ich empfehlen kann und gerne nehme. Guck mal direkt unten rein, da kannst du dann direkt auch mit Rabattcode bestellen. Tipp 4, Körpergewicht regulieren. Ein gesundes Körpergewicht kann die Fruchtbarkeit verbessern und die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöhen. Und ich meine damit nicht nur Übergewicht,
Auch Untergewicht kann deine Fruchtbarkeit so stark einschränken, dass du nicht oder nur schwer schwanger wirst. Kleiner Side-Fact, die meisten Frauen in meinem Coaching haben eher das zweite Thema, sind also eher im Untergewicht unterwegs, sind schlank, auf den ersten Blick total gesund, aber auf den zweiten Blick erkennen wir dann aber doch Stellschrauben, die wir noch anpassen können und auch sollten, um einfach auch in der Schwangerschaft gut versorgt zu sein und in der Stillzeit. Das kostet alles super viel Nährstoffe. Das hat auch viel mit den Nährstoffen zu tun, mit der Ernährung. Deswegen achte darauf, dass du für dich herausfindest, welche Ernährung zu dir passt und wie du dich einfach wirklich rundum wohlfühlst. Tipp 5, Reduzierung von Stress. Den Satz, entspann dich mal, dürfen wir tatsächlich, auch wenn er nervt, ein Stück weit ernst nehmen, denn unser Schwangerschaftshormon Progesteron ist super stressanfällig. Aus diesem Grund ist es super schlau zu überlegen, wie du auf der einen Seite dafür sorgen kannst, dass dein Körper besser mit Stress umgeht und auf der anderen Seite Stress zu reduzieren. Neben den richtigen Nährstoffen können auch Entspannungstechniken hilfreich sein, klar. Mein Tipp, such dir erstmal eine Sache aus, bei der du weißt, dass sie dir hilft und dass du sie durchziehen kannst. Ja, also lieber eine Sache richtig und regelmäßig machen, als 5 Sachen gleichzeitig ausprobieren und nichts davon durchziehen. Das kann zum Beispiel das Hören deiner Lieblingsplaylist sein oder auch einfach nur eine Runde um den Block spazieren zu gehen, um abzuschalten. Tipp Nummer 6. Vermeide bitte Schadstoffe. Alkohol und Rauchen sind ein absolutes No-Go. Beides sind Zellgifte, die deine Fruchtbarkeit stark einschränken können und es gibt einfach keine unbedenkliche Menge. Alles davon ist bedenklich, auch wenn es nur ein bisschen ist. Übrigens können auch Chemikalien aus Kosmetika, Shampoo und Co., also alles, was du so im Haushalt hast, deine Hormone so sehr durcheinander bringen, dass du schwerer schwanger wirst. Mit Apps wie CoCheck oder ToxFox kannst du ganz einfach herausfinden, welche der Produkte, die du benutzt, betroffen sind. Nimm Vitamine und Mineralstoffe. Für mich sind Nahrungsergänzungsmittel ein wichtiger Bestandteil meines Konzepts und können uns helfen, gezielt und ergänzend zum Essen die Nährstoffe aufzunehmen, die wir individuell brauchen. Ich lasse das zum Beispiel regelmäßig checken, über die Haarmineralanalyse zum Beispiel, bei der wir sehen, was kommt auch in den Zellen an und passe dann die Supplementpläne entsprechend an. Damit du es ganz einfach hast, gleich für den Anfang, habe ich dir einen Supplement-Guide für den Kinderwunsch geschrieben. Mit Nährstoffen, die du in meinen Augen auf jeden Fall brauchst und worauf ich bei der Auswahl der Produkte auf jeden Fall achten würde. Ja, ganz, ganz wichtig, vor allem im Kinderwunsch, immer Schadstoffe im Hinterkopf behalten. Diesen Supplement-Guide kannst du dir kostenfrei herunterladen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Damit würde ich erstmal starten. Nächster Tipp. Nutze die fruchtbaren Tage aus. Natürlich brauchst du, um schwanger zu werden, auch deinen Partner. Deswegen empfehle ich hier regelmäßig Geschlechtsverkehr. Man kann das ganz kurz fassen, während der fruchtbaren Tage alle 2 bis 3 Tage. Ja, damit ist im Grunde die Chance auf eine Befruchtung am höchsten. Darf auch jeden Tag sein, von mir aus, ja. Weil die Spermienproduktion, also Spermien brauchst du ja, um die Eizelle zu befruchten, erfolgt nach dem Angebot-Nachfrage-Prinzip. Das heißt, je mehr nachgefragt wird, desto mehr wird auch produziert. Und ja, wenn man aber eine Regel aufstellen möchte, dann kann man sagen, alle 2 bis 3 Tage. Jetzt eines der wichtigsten Tipps. Lass dich bitte nicht abwimmeln beim Arzt zum Beispiel. Warte nicht ein Jahr, bevor du etwas unternimmst. Mädels, warum müssen wir erst ein Problem haben, bevor wir etwas für unsere Gesundheit, unsere Hormonbalance und unsere Fruchtbarkeit tun? Es geht doch auch darum, dass es dir und dem Baby in der Schwangerschaft und danach gut geht. Und da darfst du auch vor Ablauf des einen Jahres aktiv werden, Selbstverantwortung übernehmen und deinen Körper unterstützen. Die Nährstoffe zum Beispiel brauchst du allemal in dieser Zeit. Nährstoffbedarfe steigen in der Schwangerschaft. Das heißt, wir dürfen die vorher schon auffüllen. Und das ist schon mal ein richtig guter Ansatzpunkt. Tipp Nummer 10, mindestens genauso wichtig. Nimm deine Körperzeichen ernst. Deine Körperzeichen, deine Symptome, wie zum Beispiel Schmerzen, Zwischenblutungen, Brustspannen und Stimmungsschwankungen sind nicht normal und ein Zeichen eines Hormonungleichgewichts. Wenn du schwanger werden möchtest, empfehle ich dir, dich rechtzeitig darum zu kümmern, die Ursache dafür rauszufinden. Denn erfahrungsgemäß stecken hier bestimmte Hormone dahinter, die sowohl Einfluss auf deine Fruchtbarkeit als auch den Verlauf deiner Schwangerschaft haben können. Also zum Beispiel auch, ob die Schwangerschaft hält. Lass dich bitte nicht vom Arzt abwimmeln. Du kennst deinen Körper gut genug und kannst selbst entscheiden, wann du etwas unternimmst. Tipp Nummer 11 liegt mir auch sehr am Herzen.
Bitte nimm nicht die Pille, um deine Hormone zu regulieren. Der dümmste Rat, den ich bisher gehört habe, die Pille zu nehmen, um Hormone zu regulieren. Die Pille reguliert nicht, sie unterdrückt. Und das kann dein ganzes Hormonsystem noch mehr durcheinander bringen. Es gibt für mich keine Themen, die mehr voneinander entfernt sein könnten für mich, als die Pille und der Kinderwunsch. Schließlich wird sie klassischerweise eingesetzt, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Einfach mal drüber nachdenken, da gibt es mit Sicherheit bessere Wege. Letzter Tipp, mit der wichtigste finde ich, hol dir Unterstützung. Hätte mir damals mega geholfen, hat mir sehr gefehlt in der Zeit. Hol dir Unterstützung, vor allem wenn du dich durch die Informationsflut überfordert fühlst und es trotz all deiner Maßnahmen nicht klappen will. Und ich meine jetzt nicht unbedingt die Kinderwunschklinik, das ist nochmal ein anderes Thema. Such dir jemanden, der sich die Zeit nimmt für dich, dich als individueller Mensch sieht, dich und deinen Partner und deine Themen ernst nimmt. Egal an welchem Punkt du im Kinderwunsch aktuell stehst. Ich hätte genau so etwas damals echt gebraucht. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um mir die ganzen Infos zusammenzusuchen und für mich anzuwenden. Das alles gebe ich in viel komprimierterer Version im Wissen macht fruchtbar Programm an meine Frauen und Paare weiter. Ich war selber lange im Kinderwunsch und habe mittlerweile 3 Kinder. Ich kann das so gut nachvollziehen, wie das ist, wenn man was machen will, aber es fehlt an einem Plan. Schau unten in die Videobeschreibung, da findest du mehr Infos zum Programm und kannst dich nicht nur mit den Tipps aus diesem Video, sondern auch mit individueller Unterstützung auf deine Schwangerschaft vorbereiten. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dich kennenzulernen und ich freue mich genauso, dich in einem der nächsten Videos wiederzusehen. Mach's gut! Ich sag dir was, in den letzten Jahren haben sich eine ganze Menge Tricks angesammelt in meiner Arbeit mit Frauen und Paaren, die schwanger geworden sind. Und ich möchte auch gerne noch weitere Tricks mit dir teilen. Das mache ich auch sehr gerne und zwar in einem Webinar, das heißt 5 Tricks im Kinderwunsch und du kannst dich unter dieser Website dazu anmelden. Ich freue mich mega, wenn du auch da dabei bist und ich dich dann auch im Webinar sehe. Bis dann, mach's gut!